viele Einblicke in die Museumswelt, andere Arbeitsweisen sowie einen Beitrag zur deutsch-französischen Verständigung. Das Programm Arbeitsaufenthalte im Museum, organisiert vom DFJW, führt 10 deutsche und 10 französische Teilnehmer zusammen, die ein Vorbereitungsseminar haben und dann in verschiedene Museen im jeweils anderen Land gehen, um dort für 2 Monate in einem Museum Praktikum zu machen. On va avoir 2 semaines de cours de langue qui vont être extrêmement important finalement pour l'insertion par la suite professionnelle. Und anschließend gibt es ein Abschlussseminar, um das Ganze noch mal Revue passieren zu lassen. Il n'y a pas énormément de programmes qui concilient à la fois le fait de vouloir faire une expérience à l'international et également une expérience pour les professionnels en musée. Donc ça rejoignait un peu tout ce que moi je recherchais. Weil es mir die Möglichkeit gibt, nach Frankreich zu gehen, meine Sprachkenntnisse verbessern und ein anderes Museum und viele neue Leute kennenzulernen. Das Programm wird finanziert vom Deutsch-Französischen Jugendwerk und organisiert vom Service des Musées de France und von der Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik. Pendant ces deux mois de musée, on va avoir une bourse qui va nous être attribuée. On peut avoir entre 700 et 900 euros et en plus de ça, on a la totalité de nos déplacements qui vont être remboursés. On a vraiment un soutien financier qui est extrêmement important. Es ist eine Zeit, die nicht ganz so lang ist, 2 Monate, aber auch lang genug, um ein anderes Museum kennenzulernen. Deswegen ist es, glaube ich, eine sehr gute Möglichkeit, in seinem Berufsleben nochmal eine Berufserfahrung in einem anderen Land machen zu können. Il n'y a pas de raison de ne pas le faire déjà, qu'il y a un soutien financier, qu'il y a un accompagnement qui est adapté aussi au profil que l'on a, qui va permettre finalement de consolider et d'apprendre davantage sur le métier, je pense, qui nous passionne quand on est dans la culture.